Die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Deutschland hat einen Impfstau in den Impfzentren der Bundesländer kritisiert. Der Verband mahnte, das AstraZeneca-Vakzin nicht unverimpft herumliegen zu lassen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte der Augsburger Allgemeinen, dass die Impfstoffhersteller Partner der EU-Kommission seien. Es würden immer wieder neue Fragen auftauchen, die man in der Regel einvernehmlich lösen könne. Trotz eines Überangebots des AstraZeneca-Produkts in Deutschland klagen viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union über einen Impfstoffmangel und Verzögerungen der Impfkampagnen. Belgien sah sich gezwungen, Impfungen von Seniorinnen und Senioren auf Ende März zu verschieben. Ungarn geht derweil auf eigene Faust voran und impft mit dem chinesischen Medikament Sinopharm, das von der Europäischen Union nicht zugelassen ist. An diesem Mittwoch wurde begonnen, es bei Menschen über 60 Jahren einzusetzen. Bis Ende der Woche will Ungarn 800.000 Menschen geimpft haben. Ärzte und Ärztinnen werden die ersten sein, die in der Ukraine geimpft werden. Das Land, das zu den ärmsten Nationen Europas zählt, erhielt am Dienstag 500.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca, nachdem es seine Nachbarn um Hilfe gebeten hatte. Aus Angst vor einer dritten Corona-Welle hat auch Rumänien mit der Impfung von Lehrerinnen und Lehrern begonnen. Zusätzlich zu den Impfstoffen von Pfizer, Moderna und AstraZeneca soll das Land im April 8 Millionen Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson erhalten.